Zunächst mal passt das Thema, zu dem ich jetzt spreche, tatsächlich auch ganz gut zu dem, was Henning Schwendtner vorher schon erzählt hat. Nämlich letztlich geht es auch bei dem, was ich jetzt erzähle, um Fachlichkeit und um einen Fokus auf Fachlichkeit. Gehe ich gleich noch detaillierter darauf ein. Und wichtig dabei ist eben, dass das etwas ist, was von mehreren Seiten aus häufig nicht beachtet wird. Und zu meinem Hintergrund, ich habe ja gerade gesagt, ich bin Softwarearchitekt und ich habe bisher meine Rolle oder sehr lange meine Rolle als Softwarearchitekt und vorher eben auch als Softwareentwickler, was ich auch immer noch tue, hatte ich immer einen sehr technischen Fokus. Und ich glaube, das haben viele. Viele steigen in diese Rolle aus einer technischen, von einem technischen Hintergrund. Wie gesagt, EntwicklerInnen sind es ja auch häufig, die dann auch zu ArchitektInnen werden. Und dabei geht dann manchmal aber ein ganz wichtiger Aspekt verloren, nämlich eben dieser fachliche Fokus. Und das führt dann manchmal dazu, dass Systeme mit einem sehr technischen Fokus designt werden und daraus wiederum stehen dann, also mittelbar entstehen daraus weitere Probleme. Ja, und insbesondere entstehen daraus Probleme, weil wenn der fachliche Fokus fehlt und auch der organisatorische Fokus, ja, welche Teams sollen da am Ende eigentlich dran arbeiten beispielsweise? Dann, und wir das nicht mit einnehmen als ArchitektInnen oder als SoftwareentwicklerInnen in unsere Planung der Systeme, dann kriegen wir eben später bei der Teamorganisation ein Problem. Andersrum gilt das aber übrigens auch, nämlich Leute, die sich hauptsächlich in der fachlichen Welt sehen oder in der organisatorischen Welt im Sinne von vielleicht AgilistInnen, denen fehlt auch dann auf der anderen Seite der Blick auf die Systeme. Ja, wenn dann geplant wird, wie die Teams aussehen sollen. Das heißt, hier haben wir so ein Kommunikationsproblem zwischen diesen beiden Seiten, die eigentlich gar nicht zwei Seiten sein sollten, sondern was komplett eigentlich nur ein Ding sein soll, eine Zusammenarbeit. Ja, das heißt, wir haben häufig so einen Wunsch eines bestimmten Teams, ja, eines agilen Teams, die unabhängig voneinander arbeiten können, kleinere Teams und die eben ihren Sprints unabhängig von anderen Teams sprinten können und da nicht beeinflusst werden. In der Realität sieht es in meiner Erfahrung allerdings sehr häufig anders aus. Das ist nicht immer so. Ne? Natürlich gibt es sehr gute Projekte, in denen ich da auch schon gearbeitet habe. In der Mehrheit, gerade in größeren Unternehmen, in denen die agile Softwareentwicklung eingeführt wird, es ist aber häufig sehr schwierig. Das heißt, da haben wir häufig eine Systemlandschaft, die in einer bestimmten Struktur, in einer bestimmten Form ist. Und da wird jetzt plötzlich dieses agile Arbeiten drauf gestülpt. Und eigentlich haben wir dort halt ganz viele Menschen, die irgendwie in diesem System gearbeitet haben. Und entweder behält man einfach die Teams, die vorher schon da waren und sagt, ihr seid jetzt agil oder versucht, die neu zu sortieren. Aber irgendwie hat man es mit vielen Menschen zu tun, die jetzt irgendwie auf eine neue Art miteinander arbeiten müssen. Und das ist hochkomplex. Denn, wie ich gerade schon angedeutet habe, diese Problematik besteht eben nicht nur in Bezug auf die Teams, sondern eben auch in Bezug auf die Softwarekomponenten. Ja, also das hier soll jetzt mal so ein System repräsentieren, wo drei Teams dran arbeiten, drei agile Teams dran arbeiten könnten. Da hätten wir drei Komponenten. Kommunizieren natürlich auch miteinander, klar, sind aber jetzt in diesem Schema hier gut voneinander getrennt, eindeutig. Das sieht so aus, als könnten da auch drei Teams miteinander arbeiten. Die beiden Teams müssten sich mal abstimmen, weil ich sehe, dass es eine Schnittstelle gibt. Die müssten sich auch mal abstimmen, gibt es auch eine Schnittstelle. Letztlich ist das aber ganz okay. Die Realität sieht aber eben häufig anders aus, insbesondere wenn wir bereits in einer Systemlandschaft schon besteht. Die ist entstanden, die ist gewachsen. Da hat man sich da vielleicht auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Also das ist eine Problematik da an der Stelle. Und ich möchte jetzt hier einen Vorschlag machen oder euch ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem man das zumindest ein bisschen verbessern kann. Indem wir uns dem Zustand nähern können, dass wir Systeme haben, die es überhaupt erst erlauben, dass Teams unabhängig voneinander arbeiten. Ja, also hier ist eben das Thema Domain-Driven Design ist da. Das Stichwort. Genau. Allerdings, bevor ich auf das Domain-Driven Design als Thema komme, möchte ich erstmal noch auf ein weiteres Thema eingehen, was als Voraussetzung dafür sehr wichtig ist.
Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, in so einer Situation, mit so einer Situation umzugehen. Das, was ich jetzt mitunter auch schon mal häufiger gesehen habe, um dieser Problematik Herr zu werden, dass wir eben diese Unabhängigkeit in den Teams nicht zustande bekommen, ist das sogenannte Scaled Agile Framework. Das ist etwas, was sich das genau auf die Fahne geschrieben hat, in einem komplexen Enterprise-Szenario, in dem viele vernetzte Systeme, große Systemlandschaften, viele Teams aktiv sind, wie kriegt man das hin? Und die haben halt dafür einen Vorschlag. Und der Vorschlag sieht dann jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade das aktuelle, die aktuelle Übersicht ist. So in der Art sieht es aber aus. Und ich habe da mal auch mal eine Zertifizierung für gemacht. Ich habe es auch schon mal im Einsatz gesehen. Aber aus einer agilen Sicht ist das für mich völlig absurd, um ehrlich zu sein. Das kann funktionieren. Ich möchte nicht sagen, dass das schlecht ist oder so. Aber das hat für mich nicht mehr viel mit Agilität zu tun. Denn die unabhängig, ich sehe, also mir fällt es hier schon mal schwer, überhaupt die Teams drin zu finden. Und die sollten ja im Fokus stehen. Und auch das Produkt da drin zu finden, was in der agilen Softwareentwicklung im Fokus steht. Irgendwo will man es auch vielleicht finden. Ich sehe hier irgendwie Solution. Vielleicht ist das, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sehe ja auch ganz viele Rollen drin. Aber das, worum es eigentlich geht, also unsere Software, also das Produkt und die Teams, also da muss man schon genau hingucken, um das überhaupt zu sehen. Da drin gibt es auch dann viele, werden dann Abhängigkeiten nicht versucht abzubauen, sondern es wird halt mehr versucht, damit umzugehen und zu schauen, naja, wie kriegen wir die jetzt hintereinander und wie kann das Ergebnis des einen Teams ins andere Team einfließen, anstatt mal zu fragen, warum ist das überhaupt so? Also ich hätte da ganz gerne eine Alternative zu. Ja, falls ihr das nutzt und bei euch das funktioniert, top. Ich hätte gerne etwas Leichtgewichtigeres. Und ich möchte gerne die Ursache dafür finden, warum wir überhaupt solche umfassenden Frameworks brauchen an der Stelle, um mit unserer Systemlandschaft klarzukommen. Das heißt, als erstes würde ich gerne mal die Frage stellen, wie kommt es überhaupt zu diesen Systemlandschaften, die so miteinander verbunden sind? Und da gibt es ein recht bekanntes Gesetz, das habt ihr auch bestimmt schon mal gehört, und zwar besagt das, wenn wir Teams haben, die auf eine bestimmte Art miteinander kommunizieren, also hier sind jetzt drei Teams, ja, die arbeiten irgendwie miteinander und arbeiten an ihren eigenen Softwarekomponenten, dann entsteht daraus auch, allein dadurch, dass diese Teams so strukturiert sind und so miteinander kommunizieren, entstehen daraus auch Systeme, die das widerspiegeln, das, was wir vorhin gesehen haben. Das bedeutet aber auch, wenn die nicht so strukturiert sind, wie wir es wollen, oder dass nicht klar die Kommunikation zwischen den Teams nicht klar strukturiert ist, entsteht daraus eben auch eine Systemlandschaft, die das widerspiegelt. Und das Ganze ist bekannt, weil eben unter dem Begriff Conway's Law, der Wortlaut und Auszug aus dem Wortlaut ist, any organization that designs a system will produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure. Ja, das heißt, wir sind letztlich, könnte man sagen, dazu verdammt, so ausgedrückt im Negativen, in dem System das zu reproduzieren, wie wir unsere Teams organisieren. Und einen Schritt weiter, das gilt auch umgekehrt. Das ist bekannt unter dem Begriff Homomorphic Force. Homomorphic Force heißt, wenn wir Systeme haben, die eben so jetzt entstanden sind, vielleicht daraus, wie wir unsere Kommunikation damals eben war. Und jetzt eben vielleicht versuchen, Teams zu ändern oder andere Teams zuzuordnen, wird es uns schwerfallen. Denn die Systeme sind jetzt ja schon in einer bestimmten Struktur. Und wenn wir jetzt versuchen, denen wieder Teams zuzuordnen, dann haben wir ein Problem häufig, weil diese Schnittstellen eben so sind, wie sie sind. Und letztlich das widerspiegeln, wie auch die Teams organisiert waren. Das heißt, die Gefahr besteht, und sehr häufig ist es halt tatsächlich auch so, dass sich dann auch die Teams wieder den Systemen angleichen, in Klammern müssen, oder wenn sie es nicht tun, sie sich sehr häufig miteinander abstimmen müssen. Das Ganze ist übrigens von einer Gruppe von WissenschaftlerInnen, aus Harvard und MIT wurde das bestätigt, also wurde da eine empirische Studie zu aufgesetzt, die sind in Unternehmen gegangen, haben geschaut, stimmt das denn?
Conway's Law. Und die haben es als Mirroring Hypothesis benannt und haben geschaut, ja, ist diese Hypothese wahr? Und ja, die sind zu dem Schluss gekommen, das stimmt. Diese Abhängigkeit, diese beidseitige Abhängigkeit existiert. Genau, was ist also, was bedeutet das nochmal ein bisschen konkreter? Nehmen wir mal an, wir haben einen Monolithen. Also das hier soll jetzt hier einen Monolithen darstellen, monolithisches System, das heißt eine große Deployment-Einheit, die als mit einem großen Release ausgerollt wird. Das kennen viele von euch wahrscheinlich, daher dieses mehrmonatigen Releases, in denen vielleicht ein riesiger Monolith ausgerollt wird. Das ist übrigens keine Wertung, das ist etwas, das kann wunderbar funktionieren. Das wird sehr häufig dargestellt als etwas, wo man unbedingt vom Weg muss. Kann sein, dass es häufig auch keine gute Idee ist, aber es kann auch eine gute Idee sein. Man muss sich aber bewusst sein, was eben daraus entsteht. Wenn wir jetzt mal diesen Monolithen aufmachen und gucken, was steckt denn da drin? Und wenn wir jetzt in diesem Beispiel, würden wir dann sehen, okay, hier haben wir jetzt so horizontale Schichten. Also irgendwie gibt es eine UI, dann gibt es da eine Geschäftslogik drin und dann gibt es da eine Infrastruktur. Das könnte vielleicht die Datenbank sein, Messaging oder was auch immer. Und innerhalb dieser einzelnen horizontalen Ebenen finden wir dann auch Fachlichkeiten, hier durch diese Buchstaben dargestellt, ABC. Ja, die finden sich da schon überall wieder. Wenn aber unser Monolith hier so horizontal strukturiert ist, gemäß Conway's Law, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass daraus auch dann Teams entsprechend entstehen. Ja, also dann haben wir hier das Team UI, Geschäftslogik und Infrastruktur in diesem Fall. Sind wir dem jetzt also ausgeliefert, wenn wir jetzt hingehen wollen und sagen, na, wir wollen aber eben nicht Team UI, Geschäftslogik, Infrastruktur, sondern wir wollen jetzt agil werden und wir haben jetzt hier das Team Einkauf, Lager und E-Shop beispielsweise. Wie kriegen wir das jetzt da rein? Ich meine, gemäß Conway's Law können wir jetzt aufhören, das war's. Können wir den Laden dicht machen oder was? Naja, ich habe ja gerade davon erzählt, es gibt ja eben diese Homomorphic Force. Das heißt, wie ein System konzipiert ist, das hat eben Einfluss darauf, was für Teams daran arbeiten können und wie diese Teams miteinander kommunizieren und wie häufig die sich abstimmen müssen, wollen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und wir ändern mal unser System, ja, das ist jetzt hier weiter noch ein Monolith, wie man hier vielleicht an diesem Hintergrund hier sieht. Ja, es muss kein Monolith sein, könnten auch einzelne Microservices von mir aus sein, ist hier aber gar nicht so erheblich, also ist letztlich unerheblich hierfür. Denn wenn wir darin unsere Fachlichkeiten dann wiederfinden, in sich kohärent und nach außen gekapselt, also die Fachlichkeit A, B, C, ne, die haben wir hier vorhin auch gesehen, hier noch in diesen horizontalen Ebenen. Jetzt haben wir die aber in den Vordergrund gestellt, die Fachlichkeit. So wie ihr in den Trend davon gesagt habt, die Fachlichkeit ist unser Fokus. Ne? Können wir vielleicht herausfinden über Domain Storytelling, ja? Oder über Event Storming, wurde gerade auch schon erwähnt. Ja, wenn wir die haben, wenn wir die kennen, super, dann können wir nämlich anfangen, unsere Systeme anzupassen. Oder zumindest in eine Richtung langsam zu ändern, in der die Fachlichkeit dann auch im Vordergrund steht. Hier drin finden wir auch wieder diese Ebenen, diese Horizontalen, die wir gerade gefunden haben. Aber die sind jetzt hier gekapselt. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, tatsächlich auch unsere dann agilen Teams dem zuzuordnen. Das Team Lager hat bessere Chancen, unabhängig von dem Team E-Shop und unabhängig vom Team Einkauf jetzt zu arbeiten. Weil die jeweils ihre eigenen Komponenten hier drin haben und für die verantwortlich sind, an denen arbeiten. Und wenn die da was drin ändern, dann können die das in ihrem Sprint machen und müssen sich nicht mit den anderen Teams abstimmen. Wir haben dann unabhängige Sprints plötzlich. Nicht immer, es wird natürlich immer mal nochmal, die haben ja weiterhin Schnittstellen, keine Frage. Aber wir können das reduzieren auf die dann wirklich nur noch die fachlich relevanten Schnittstellen und nicht irgendwelche gewachsenen Schnittstellen, die halt einfach da sind. Das nennt man auch das Reverse-Conway-Manöver, um das zu machen. Das heißt, wir gucken uns erst unsere Systeme an, ändern die und damit ermöglichen wir uns dann das agile Arbeiten in unabhängigen Teams. Das ist also unser Ziel. Nach außen gekapselte, in sich kohärente Software-Komponenten. Und zwar anhand von Fachlichkeit gekapselt. Ganz wichtig. Wie machen wir das? Weil das ist einfach gesagt.
Was heißt das denn? Was sind denn unsere Grenzen? Was sind denn überhaupt so die einzelnen, was bedeutet eigentlich Fachlichkeit in diesem Kontext? Und da gibt es viele Ansätze dafür, das zu finden, die richtigen Grenzen zu finden. Ein Ansatz, den wahrscheinlich auch viele schon mal gehört haben, der sehr populär ist im Augenblick, gerade in der Softwarearchitektur, ist das sogenannte Domain-Driven Design. Das Domain-Driven Design stammt, oder in meiner Erfahrung ist das hauptsächlich bekannt eher in den technischen Kreisen. Ich finde, selten mal finde ich Leute, die halt, oder AgilistInnen, die das gut kennen, gehört haben vielleicht mal, aber die es vielleicht gut kennen, so in den Fachbereichen noch seltener. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass hier vielleicht Leute da auch jetzt aus diesen Bereichen dabei sind, weil ich das ganz wichtig finde. Denn wir müssen diesen Graben überwinden. Wir müssen diese fachlichen Domänen finden und das ist wichtig für die Entwicklungsteams. Und das ist aber auch wichtig so für die DomänenexpertInnen. Ja, wir sprechen dann jetzt hier von fachlichen Domänen. Das ist dann so vielleicht die klassische Fachseite. Denn es geht nun mal nicht, haben wir ja gerade gezeigt, dass es reicht nicht hinzugehen und sagen, wir sind jetzt agil, betrachten aber unsere Software, unsere Systemlandschaft gar nicht. Wir müssen irgendwie von beiden Seiten aus uns dieser Problematik nähern. Und ich glaube, in diesem Buch gibt es dafür einen guten Ansatz. Ich möchte dir jetzt halt einmal vorstellen, ganz grob. Es gibt dort, also das ist jetzt eine starke Zusammenfassung an der Stelle, da werden sehr viele Aspekte angesprochen. Ich gehe jetzt auf das ein, was wichtig ist eben für, meiner Meinung nach, für die Organisation von agilen Teams. Und in Klammern damit zusammen auch, wie die Systemlandschaft dafür dann aussehen muss. Also was ist DDD, kurz gefasst? Zunächst mal könnte man sagen, es ist eine Sammlung von abstrakten Vorgaben zur Modellierung komplexer Software. Warum abstrakt? Da kriegt man jetzt kein Kochrezept, mach erst das und das und das, sondern man kriegt dort allgemeine Ideen und ein Bauchladen voll mit Modellierungsideen und Vorgaben, wie man eben das komplexe Software modellieren kann. Und dabei steht im Fokus die Fachlichkeit. Ich habe es schon häufig erwähnt, will ich immer wieder einen Fokus drauf legen. Fachlichkeit steht absolut im Vordergrund. Das sind ja auch unsere Teams. Wir haben ja nicht das Team Datenbank als agiles Team. Wollen wir nicht, sondern wir wollen eben das Team Lager oder Einkauf oder Inexkasso. Also Fachlichkeit steht im Fokus. Das Ziel sind, wie bereits gesagt, entkoppelte, in sich kohärente, fachlich geprägte Module. Wie die Vorgaben technisch umgesetzt werden, das liegt dann letztlich in der Hand der Teams oder natürlich Zusammenarbeit mit Architektur und was auch immer, aber letztlich liegt das in der Hand der Teams, wie sie es dann technisch umsetzen. Da geht das gar nicht ins Detail. Da nutze, was weiß ich, Java oder nutze was auch immer. Ne? Also da gibt es da keine Anleitung zu. Worauf ich jetzt eingehe, also ich betrachte das taktische und das strategische Design. Ja, ich gehe jetzt heute wesentlich auf das strategische Design ein. Das ist auch etwas, das ist für mich am gewinnbringendsten, was so allgemein, wenn ich mir aus der Vogelperspektive eben so ein Unternehmen anschaue, das agil werden möchte, dann ist dieses strategische Design wichtig. Da geht es nämlich eben um diese Komponenten, diese fachlich geprägten Module, wie die miteinander kommunizieren und so weiter. Das taktische Design schaut dann nochmal in so ein Modul rein und sagt, naja, wie können wir das jetzt in dem Modul umsetzen? Ja, da kommen wir schon ein bisschen näher an den Code. Darauf gehe ich heute nicht ein. Lege heute den Fokus auf das strategische Design. Und ein Begriff, der da sehr wichtig ist, die sogenannte Ubiquitous Language. Schwierig zu übersetzen. Ich finde, die beste Übersetzung ist so die universelle Sprache in einer fachlichen Domäne. Eindeutig universell in dieser Domäne. Gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, was das bedeutet. Der ist nicht so ganz, fand ich, schwer zu verstehen am Anfang, als ich das zuerst mal gehört habe. Also, strategisches Design, das ist das, womit ich mich da heute beschäftige. In dem strategischen Design steht erstmal im Fokus ein sogenannter Bounded Context.
Ja, also da drin findet man auch diese Ubiquitous Language. Wie gesagt, sage ich gleich noch was dazu. Das Wichtigste aber erstmal, womit wir da hantieren, sind sogenannte bounded Kontexte. Was ist das? Das ist eben ein fachlich streng abgegrenzter Kontext. Streng ist hier, habe ich jetzt Zeit vorgehoben. Ja, wollen wir wirklich Fokus daraus legen, dass die von anderen bounded Kontexten auch abgegrenzt sind. Sie nutzen eben eine eindeutige Sprache, eindeutige universelle Strafsprache, die Ubiquitous Language. Da drin finden wir ein Domänenmodell, ein fachliches Domänenmodell. Das ist sowohl der Code, in dem wir das Domänenmodell wiederfinden, unsere Klassen, unsere fachlichen Klassen, aber natürlich auch das, worüber wir mit unseren Domänenexpertinnen reden. Ja, also was wir anmalen, zum Beispiel was wir vielleicht im Domain Storytelling herausfinden oder im Event Storming. Das Ganze wird von einem Team entwickelt. Wir wollen nicht mehrere Teams an einem bounded Kontext haben, sonst entstehen daraus letztlich wieder zwei bounded Kontexte. Conway's Law, erinnert euch. Andersrum ist schon möglich, oder ich habe es auch schon funktionieren. Es kann funktionieren, dass ein Team an mehreren bounded Kontexten arbeitet. Aber Conway's Law, in der Regel, was dann passiert ist, dass da letztlich doch wieder ein bounded Kontext aus wird. Die sind da nicht so, das ist ja ein Team, dann sind die nicht so streng da drin, die Schnittstellen wirklich hart voneinander zu trennen, dann wird halt mal das Modell doch geteilt, weil man arbeitet sowieso daran. Letztlich wird daraus dann doch wieder ein bounded Kontext in der Realität, sehr häufig zumindest. Auch wenn man sich, wenn das auch in einem Modell sind, es immer zwei, in der Realität ist es dann häufig doch einer, zumindest meine Erfahrung. Steht halt zu anderen bounded Kontexten in Beziehung. Klar, es gibt Schnittstellen, die müssen miteinander arbeiten. Und es manifestiert sich letztlich auch in Code. Völlig klar. Ja. Das heißt, wir haben einen bounded Kontext. Da drin haben wir unser Domänenmodell. Sowohl wenn wir es anmalen, darüber reden, wenn wir es analysieren, konzipieren, Business-Analyse, finden wir so ein Domänenmodell. Und aber dann letztlich auch im Code. Dann haben wir eine Kontextgrenze. Und wir haben Schnittstellen. Das heißt, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, wir haben eben, wollen nicht mehr, weil wenn wir von bounded Kontexten sprechen, nicht mehr das hier, sondern eben das hier. Und dann wären das hier unsere bounded Kontexte. E-Shop, Lager, Einkauf. Nochmal ganz kurz zum Thema eindeutige Sprache, Ubiquitous Language, was das bedeutet. Das ist recht abstrakt. Ich versuche es, es ist ein bisschen vereinfacht hier dargestellt, ich versuche es mal ein bisschen konkreter zu machen. Nehmen wir mal an, wir haben hier drei bounded Kontexte. Shops, Shop, Warenkorb, Lager. Hat man sich dafür entschieden, das sind unsere bounded Kontexte. Da drin gibt es jetzt im Shop den Artikel. Im Shop, am Frontend, hat das Ding Farben, Hersteller, Eigenschaften und Preis. Klar, kann man ja so kaufen. Das iPhone von mir aus, iPhone 13. Wenn das jetzt übertragen wird in den Warenkorb, ist es plötzlich ein bisschen was anderes. Wir haben eine ganz andere Kardinalität. Hier brauchen wir das iPhone 13 in einer bestimmten Ausführung nur einmal als Entität. Im Warenkorb können wir davon aber 10 Stück kaufen. Ganz andere Kardinalität, das ist was ganz anderes. Hier haben wir auch schon die Beziehung jetzt zum Kunden, weil es gibt einen Kunden oder eine Kundin, die es jetzt da reingelegt hat. Das ist hier vielleicht noch nicht im Fokus. Und im Lager noch mal was anderes. Hier haben wir jetzt das Gewicht vielleicht auch in den Lagerbereich. Das interessiert uns hier nicht. Das interessiert uns hier auch nicht. Hier aber schon. Auch verfügbare Einheiten und so. Das heißt, diese Ubiquitous Language, wir haben hier schon dreimal, die haben sich dafür entschieden, das jeweils gleich zu nennen. Für jeweils bounded Kontext ist ein Artikel, ist aber immer was anderes. In diesem jeweiligen bounded Kontext ist es also eindeutig. Und das sind auch letztlich unterschiedliche Dinge in unserem Code, also unterschiedliche Klassen beispielsweise, wenn wir mit Java arbeiten, mit einer objektorientierten Sprache. Und da wird noch nichts geteilt. Ja, ich sehe das so häufig, dass so ein Artikel dann einmal irgendwo in so einem Shared Kernel irgendwo rumliegt und alle nutzen den und biegen sich da, bauen da so lange noch Felder dran, bis es ihnen halt passt. Genau das machen wir hier nicht, ganz wichtig. Das heißt, wir wollen eben nicht. Hier gilt nicht dry, sondern gilt don't repeat yourself, sondern gilt wet, write everything twice.
in Klammern über verschiedene Kontexte hinweg. Innerhalb eines Bound-Kontexts wollen wir schon weiterhin Drive verfolgen. Genau. Aber ich habe gerade schon erwähnt, diese Bounded-Kontexte, die sind nicht im luftleeren Raum. Die müssen miteinander kommunizieren. Wir haben da fachliche Schnittstellen zwischen. Ja, wenn etwas gekauft wird, muss es vom Lager, muss das im Lager irgendwie ins Lager kommuniziert werden. Gut, was gekauft, reduziere hier mal die Anzahl oder was auch immer. Aber es ist eine Schnittstelle. Ja, da kommen wir jetzt hier weiter an diese Kontext-Map. Wir machen also eine Map, eine Topologie für diese Bounded-Kontexte, um ein bisschen festzulegen, wie die miteinander reden. Da gibt es eben verschiedene Strategien und wir sind jetzt wieder so ein bisschen bei Conway. Wenn wir in so einer Kontextmap festlegen, wie diese, unsere Systeme miteinander kommunizieren, nehmen wir damit auch letztlich Einfluss darauf, wie unsere Teams miteinander kommunizieren und wie wir die schneiden können. Deshalb ist das wichtig, nicht nur für unsere Systeme, sondern auch für unser agiles Arbeiten am Ende. Das ist wirklich für beide Seiten, die hier miteinander reden. Es sollte eigentlich immer nur eine Seite sein. In der Realität sind es halt häufig zwei. Man hat halt so häufig die Fachseite und die Entwicklung. Ist nun mal so. Aber auf das müsste man sich einigen auf jeden Fall. Wie die Systeme und wie die miteinander kommunizieren, wie wir das umsetzen und wie wir das gestalten, das hat Einfluss darauf, wie unsere Teams am Ende arbeiten können. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die ManagerInnen können das nicht ignorieren, wie die Systemlandschaft aussieht. Das müssen die, da müssen die mit sich involvieren. Und andersrum, die Entwicklungsteams und die ArchitektInnen, die können das nicht komplett ignorieren, wie jetzt irgendwie die Teams gestaltet werden sollen oder wie unsere Fachlichkeit gestaltet werden soll. Das müssen die mit reinnehmen und das beeinflusst ganz stark, wie diese Bounded-Kontexte designt werden und wie die miteinander kommunizieren. Und hier gibt es eben verschiedene Arten, wie die miteinander dann kommunizieren. Die engste Kopplung zwischen zwei Bounded-Kontexten ist der Shared Kernel. Da sagt man, ich habe hier zwei Kontexte, von mir aus den E-Shop und das Lager. Und dazwischen machen wir einen Shared Kernel. Wir einigen uns doch darauf, dass wir zum Beispiel diesen Artikel uns teilen, vielleicht als Modell. Warum auch immer. Vielleicht historisch gewachsen, vielleicht ist es auch eine bewusste Entscheidung. Ist aber eine enge Knüpfung, weil die Teams müssen sich jetzt immer abstimmen, wenn im Artikel mal was geändert werden soll. Dadurch kann der Sprint von Team Lager wird dadurch vielleicht beeinflusst, wenn das Team E-Shop sagt, wir ändern was am Artikel. Und da geht da vielleicht was kaputt im Team Lager. Kommt, ne? Irgendwie die Schnittstelle funktioniert da nicht mehr. Also letztlich geht es schon so in die Richtung, ist eigentlich schon ein bisschen Anti-Pattern in diesem Kontext. Das möchte man vermeiden. Ein bisschen hat man da meistens, aber das möchte man so gut es geht reduzieren, diese Shared Kernels. Conformist ist eine Vorgehensweise, wo man sagt, okay, wir haben ja ein Team, das ist ein sogenanntes Upstream-Team. Upstream-Teams sind Teams, die verteidigt werden sollen vor Einfluss, wenn es irgendwie geht. Die also, ich sag mal, unabhängiger bleiben sollen in ihrer Handlungsweise. Und es gibt ein Downstream-Team, was sich dem dann anpasst. Also wenn wir jetzt sagen, naja, wir haben das, den Artikel, wie wir es vorhin gesehen haben, der liegt im Team E-Shop. E-Shop ist das Upstream-Team, die sollen immer schnell sich wandeln können, der muss schnell anpassbar sein, der Markt ändert sich ja auch schnell. Und jetzt übernimmt einfach das Team Lager diesen Artikel. Ja, nutzt den einfach aus, auch. Das Team E-Shop kann den aber ändern, wie es will, und das Team Lager muss diese Änderung dann einfach, sieht das dann oder hat sich was geändert, muss das im Sprint einplanen. Sollen wir zumindest das Team E-Shop schon mal verteidigt. Das kann handeln, wie es will. Team Lager muss sich anpassen. Ist schon ein Schritt nach vorne. Immer noch enge Kopplung, aber nur ein Team ist jetzt noch negativ betroffen. Beim Shared Kernel waren beide Teams negativ betroffen. Customer Supplier Teams ist eine Anpassung von Conformist. Hier geben wir dem Team Lager, also dem Downstream Team, noch die Möglichkeit, eine Änderung anzufragen. Sagen, pass mal auf, Lager, pass mal auf, E-Shop, wir brauchen hier eine Änderung im Artikel. Wir nutzen euren Artikel als Objekt oder als Klasse, da brauchen wir jetzt noch eine Änderung drin. Und dann plant das Team, das Upstream-Team das mit ein. Muss man sich darüber unterhalten, wie schnell das dann passieren muss, ob schon direkt im nächsten Sprint oder muss man irgendwie operationalisieren dann. Dann gibt es den Open-Host-Service, das geht so in Richtung von so einem Web-Service, in dem wir sagen, wir haben hier ein Team, das kümmert sich um eine Komponente und die wird konsumiert von anderen Teams. Da gibt es dann häufig auch noch so eine Published Language, das könnte eine XSD sein, WSDL, was auch immer man für eine Technologie nutzt, über die dann eben diese Schnittstellen für die anderen Teams verfügbar gemacht werden, da hat man halt auch schon mal eine weitere Entkopplung an der Stelle. Aber klar,
Wenn da sich was dran ändert, das Upstream-Team, das hat halt häufig diesen Open-Host-Service, Web-Service, was auch immer, kümmert sich darum, ist da recht frei drin zu agieren. Bei einer Änderung wird die Published Language aktualisiert, die anderen können sich dann anpassen. Am besten wäre es wahrscheinlich auch noch, wenn das dann versioniert werden würde. Damit nicht sofort bei denen was kaputt geht, sondern erst im nächsten oder beim nächsten Sprint. Da gibt es auch die Möglichkeit, einen Anti-Corruption-Layer einzuziehen und zu sagen, hier haben wir als Team verteidigen uns vor Änderungen, die ein anderes Team in seinem Modell durchführt. Wir haben unser eigenes internes Modell in unserem bauenden Kontext. Wir kommunizieren aber, ja, also Lager zum Beispiel sagt schon, naja, wir haben einen eigenen Artikel. Wenn wir von dem Team eShop aber dann eben eine Anfrage reinkriegen, dann übersetzen wir das in unser internes Modell. Wir machen da so ein Mapping. Man kann das auch noch weitertragen und sagen, diesen Anti-Corruption-Layer, in dem diese Übersetzung passiert, da machen wir eine eigene Deployment-Einheit draus. Ja, das deployen wir als eigenen Service in einer eigenen Laufzeitumgebung, weil das hat den großen Vorteil, wenn sich was ändert in dem Artikel des E-Shops, dann muss Lager gar nicht ihre Anwendung neu deployen, die läuft einfach weiter, nur der Anti-Corruption-Layer muss dann neu deployed werden, weil das Mapping sich dort geändert hat. Also da kann man wirklich eine sehr starke Trennung schon hinkriegen. Ist allerdings auch ein Overhead deutlicher, der dann dadurch entsteht, muss man sehen, das ist eine Abwägung. Dann gibt es noch, wird noch erwähnt, Separate Ways, das heißt, die Bau- und Kontext reden gar nicht mehr miteinander. Hier muss man dann allerdings auch sehen, dass das selten möglich ist, weil dann ist es letztlich eigentlich kein System mehr. Aber manchmal ist es, man sollte es nie vergessen, denn manchmal kann ich dadurch zwei Teams komplett voneinander trennen, dass ich einen Anteil, manchmal nur einen kleinen Anteil einer Anwendung in die andere übernehme. Also aus einem bauenden Kontext einen Teil des Modells ins andere übernehme und plötzlich müssen die nicht mehr miteinander kommunizieren. Das kann manchmal sein, also sollte man immer im Hinterkopf behalten, diese Möglichkeit. Hier wird noch erwähnt, der Big Ball of Mud, das ist eigentlich das, von dem wir starten, ja, was wir am Anfang gesehen haben, etwas, was unkontrolliert gewachsen ist. Das ist hiermit letztlich als das nochmal dargestellt, von dem wir weg wollen. Und daraus entsteht so eine Art, oder ein wichtiger Begriff in diesem Kontext ist eben die soziotechnische Kopplung oder der Grad der soziotechnischen Kopplung, ja. Wie eng müssen die Teams zusammenarbeiten bei diesen jeweiligen Vorgehensweisen, ja? Separate Ways gar nicht, keine soziotechnische Kopplung. Anti-Corruption Layer eine geringe. Open Host Service, ne. Also diese einzelnen Schritte, da wird die Kopplung immer stärker. Die stärkste, eigentlich müsste hier ganz oben stehen, der Big Ball of Mud, aber da wollen wir ja weg von. Die engste Zusammenarbeit ist eben der Shared Kernel. Der ist dafür einfach häufig zu nutzen, aber dafür müssen die Teams sich sehr häufig abstimmen. Also das sollte man da im Hinterkopf behalten. Okay, dann haben wir doch jetzt irgendwie unser Vorgehen, oder? Wir müssen einfach nur bauen und Kontext finden, wie wir das machen. Da kann ich jetzt leider aus Zeitgründen im Detail nicht eingehen. Vielleicht über das Domain Storytelling, vielleicht über das Event Storming, vielleicht es gibt noch andere Methoden, die man da nutzen kann, wo wir unsere bounded Kontexte finden. Da gucken wir mal, wie wir unser System, wie wir unsere Modelle anpassen können, dass wir dem uns nähern an der Stelle. Also, klar, können wir jetzt anfangen, ne? Naja, jede Idee bekommt bei Boden Kontakt, aber ein bisschen Dreck ab. Das ist nun mal so. Denn, wie wir alle wissen, zunächst mal stellen sich in der Realität immer bestimmte Probleme, über die wir einfach nicht hinwegkommen. Das sind so Sachen wie, hat jedes Team eigentlich die notwendigen Skills? Wenn wir sagen, die sollen unabhängig voneinander arbeiten, haben wir da die Skills in allen Teams drin, die wir brauchen? Gerade Personal, echt angespannte Situation auf dem Personalmarkt. Können überhaupt dann auch regelmäßig Freiräume für Fortbildung geschafft werden, wenn diese Teams unabhängig voneinander arbeiten können, müssen sie sich auch in bestimmten Dingen dann jeweils das Wissen aufbauen. Wie integriert man denn vorhandene Teams, die schon ewig miteinander arbeiten? Und wo geht das überhaupt? Wollen die das? Vielleicht machen sie es nicht. Wie behandeln wir denn querschnittliche Belange, die es weiterhin geben wird? Das ist das, was wir gerade gesehen haben, ist nur eine Art Wunschdenken häufig. Wir haben querschnittliche Belange. Vielleicht haben wir das Datenbankteam, die monolithische Datenbank. Die Datenbank kann man schlecht ablösen. Vielleicht haben wir ein Team, was sich nur darum kümmert. Das wollen wir vielleicht auch. Hat große Vorteile.
Wir haben hohe Cognitive Loads in diesen cross-funktionalen Teams, zu denen wir hinwollen. Klar, da sollen dann irgendwie alle alles können, selbst im besten Szenario, alle haben die Skills, sind da aber häufig sehr viele Aufgaben drin, die Teams dann abdecken müssen an der Stelle. Müssen das alle Teams, oder kann man da nicht vielleicht nochmal was zusammenfassen in einem Team? Denn wenn wir das echt auf die Spitze treiben, diese Teams komplett eigenständig machen und die Skills in jedem Team drin haben, haben wir da dann auch einige Redundanzen plötzlich, die wir vielleicht eigentlich gar nicht bräuchten. In der Realität sind die Teams dann auch häufig eben einfach nicht so autonom wie gewünscht. Denn es gibt doch auch immer wieder unumstößliche funktionale Silos mit also rein technische Systeme, die wir auch irgendwie keiner Fachlichkeit nicht zuordnen wollen. Irgendwie so ein ESB, so ein Enterprise Service Bus, das ist jetzt nicht wirklich da direkt, das kann man jetzt nicht dem Team Lager zuordnen oder eben dem Team Inex Kasse oder so, sondern was ist das? Ja, wie kommt das hier ins Spiel? Keine Ahnung, weil ich jetzt im Scrum Guide lese ich das nicht so viel zu. Und wo sollen denn so SpezialistInnen untergebracht werden, die wir nicht in jedem Team haben können, weil es davon nicht so viele gibt? Wir haben so vielleicht so ein paar Machine Learning Leute jetzt dabei. Brauchen wir erstens nicht in jedem Team, zweitens haben wir nicht genug dafür, um denen jedes Team unterzubringen. Marius, kann ich ein Buch empfehlen, das will ich jetzt auch nochmal kurz vorstellen, Team Topologies, was sich so unter anderem mit diesen Fragen so ein bisschen auseinandersetzt. Wie kriegen wir die Realität auf unsere Theorie drauf gemappt, so ungefähr? Und in diesem Buch gibt es mehrere Arten von Teams, mit denen man da arbeiten kann. Das ist das Wichtigste, was im Fokus steht, sind die sogenannten Streamline-Teams. Das sind Teams, die eine Verantwortlichkeit, wenn wir das verbinden mit dem Domain und das Design, eine Verantwortlichkeit haben für einen Bounded-Kontext, für eine Fachlichkeit. Die sollten, wenn möglich, langfristig bestehen bleiben. Die sollten schnell und reaktionsfähig sein. Die sollen schnell arbeiten können und ihre neue Kundenwünsche umsetzen können. Das sollte die Mehrheit der Teams sein im Unternehmen. Ja, also wenn wir andere Teamarten hauptsächlich haben, haben wir da ein Problem. Das steht wohl doch noch nicht die Fachlichkeit im Fokus. Werden unterstützt von den anderen drei Teamarten. Ja, also Spoiler, es gibt noch drei andere Teamarten. Ja, die werden von den anderen quasi so ein bisschen verteidigt, wirklich schnell sprinten zu können, oder was heißt schnell, also überhaupt unabhängig sprinten zu können. Die Kommunikation zwischen diesen Teams könnte man dann anhand der Kontextmap gestalten, die ich vorhin vorgestellt habe. Die sollten nah an den Kundinnen sein, ja, agiler Gedanke. Die sind verantwortlich für den gesamten Lebenszyklus der Software, also DevOps ist da ein großes Thema. Die sollten schon selber diese Software testen, ausliefern können und so weiter. Und wichtig, die sollten unabhängig voneinander sein. Das ist ja letztlich unser Hauptziel hier. Und da gibt es halt viele Skills, die so ein Team braucht an der Stelle. Ne? Das ist jetzt so ein Auszug, das kommt auch aufs Team drauf, ne? Darauf an. So. Und wir haben ja vorhin die Frage gestellt, dann hätten wir erstmal mehrere Streamline-Teams, die vorhanden sind, die uns, in denen die Fachlichkeit umgesetzt wird. So, was ist aber jetzt, wenn jetzt nicht jeder Skill in dem Team vorhanden ist? Ja, vorhin als Frage gestellt, ist nun mal dann auch eben ein Problem. Und eine Möglichkeit, dieser Situation Herr zu werden, ist, dass wir neben den Streamline-Teams dann auch noch ein sogenanntes oder mehrere, ein oder mehrere sogenannte Enabling-Teams bereitstellen. In diesen Enabling-Teams sammelt sich so ein bisschen, oder das ist so der Versuch, diese Cognitive Load, die in den Teams drin sind, so ein bisschen rauszuziehen und zu sagen, ja, pass auf, ihr müsst jetzt nicht euch immer auf die aktuellen Entwicklungen irgendwie im Java-Bereich konzentrieren. Da kümmern wir uns mal drum und sagen euch, wenn da was zu tun ist. Kümmert ihr euch mal um eure Fachlichkeit in erster Linie. Das ist so die Aufgabe des Enabling-Teams, das eben rauszuziehen aus diesen Streamline-Teams. Allgemeine Expertise zu bündeln, beim Lernen unterstützen, Austausch zu fördern zwischen den Teams, Events, Workshops, Community of Practice, solche Dinge zu fördern. Auch so ein bisschen Forschung und Entwicklung betreiben, Prototypen, Machbarkeitsstudien und eben auch Architektur. Häufig finden sich dort ArchitektInnen auch in diesem Enabling-Team dann viele wieder.
sollten übrigens auch in den Teams drin sein. Also Architekturwissen muss auch in den Teams vorhanden, in den Streamline-Teams vorhanden sein. Aber hier wird es sich vielleicht so ein bisschen sammeln. Und das Ziel, letztlich sich überflüssig machen. Wenn die Teams aufgeschlaut sind und es so eine Community Practice, wenn sich das alles etabliert hat, dann kann dieses Team vielleicht auch kleiner werden. Dann können die Leute sich vielleicht auch kann sich das Team in die Streamline-Teams im besten Fall auflösen. Na, also die arbeiten dann so mit denen zusammen. Gehen in die rein, innerhalb der Sprints, wenn mal eine Frage besteht, auf einem kurzen Dienstweg dann auch mal diese beantworten und unterstützen, helfen und so weiter. Dann gibt es noch das sogenannte Complicated Subsystem Team. Was ist das? Naja, wir haben halt schon häufig so Systeme, wo wir vielleicht noch nicht ganz klar einer Fachlichkeit zuordnen können, vielleicht mehreren Fachlichkeiten, vielleicht sind die auch rein technischer Natur, die sind sehr spezialisiert und wissensintensiv. Wenn die Betreuung dieser Systeme in allen Teams eben dann, und wenn in den Teams, die nutzen, immer drin sein müsste, nehmen wir an, das ist vielleicht so ein ML-Sache, das wird in anderen Teams dann genutzt, wenn die diese Kenntnisse alle bräuchten, um das zu nutzen, das wäre ein ganz schöner Overhead. Also wir wollen irgendwie diesen Cognitive Load aus diesen Streamline-Teams rausziehen. Ja, und deshalb machen wir nutzen ein eigenes Team dafür, was sich um dieses komplizierte Subsystem kümmert, dann einfache Schnittstellen bereitstellt, ja, einfach, und somit den Streamline-Teams das ermöglicht, einfacher damit zu arbeiten mit diesen. Eingangs war eben die Problematik, dass ja, diese Bounded Contexts sind ja schön und gut und die fachlich ausgerichteten Bounded Contexts, das ist eine schöne Sache. Wir haben es schon gesehen, mit den Complicated Subsystems können wir da querschnittliche Belange schon rausziehen. Über das Enabling Team können wir so ein bisschen diese Wissensgenerierung da herausziehen aus den Teams und das als gemeinschaftlichen Aspekt nochmal, abfrühstücken in einem eigenen Team. Dann gibt es aber eben auch noch diese, was jetzt in dem Buch Plattform genannt wird, was querschnittliche, also sowas sein könnte wie ein querschnittlich genutztes Unternehmensframework, was halt alle Teams nutzen müssen, beispielsweise. In dem vielleicht Dinge, Belange, technische Belange drin sind, wie zum Beispiel Security oder wie wir das wie Monitoring, wie wir die Microservices, wenn wir welche haben, orchestrieren. Unsere DevOps-Plattform muss in den Teams, müssen die perfekte Kubernetes, das perfekte Kubernetes-Wissen haben. Vielleicht nicht unbedingt, wenn wir eben ein Plattform-Team haben, was denen die Arbeit abnimmt und sagt, pass auf, wäre gut, wenn ihr wisst, was irgendwie ein Pod ist, aber das Ganze drumherum machen wir für euch. Und und letztlich ist diese Plattform, die dann an denen diese Plattform-Teams arbeiten, die sollten den Fokus haben, die Plattform sollte wie ein Produkt behandelt werden und jetzt die Kundin an der Stelle. Ja, das heißt, wir stellen einen Service zur Verfügung für die Devs, für die Streamline-Teams letztlich, also nicht nur die Devs, sondern die an den Streamline-Teams sind, sollten auch Leute mit fachlichem Hintergrund sein, ja, agiler Gedanke. Und die sollten halt unabhängig sprinten können. Und deswegen sehen wir die KundInnen und gehen dann auch mal so ein bisschen, also die können innerhalb eines Sprints, aber wir haben ein Problem mit der Plattform, da soll das Plattform-Team eben bereitstellen und dann da eine Anforderung entgegennehmen aus diesem Team, die dann auch schnellstmöglich umsetzen. Ob zum Beispiel so ein Plattform-Team, also die Streamline-Teams in unserem Beispiel, die Streamline-Teams, die könnten jetzt eben sprinten, also agil arbeiten, ja, und dann in der Regel jetzt das Scrum-Team. Die anderen Teams können auch sprinten, müssen sie aber gar nicht unbedingt. So ein Plattform-Team, wenn das immer nur Anforderungen schnell auf Zugrufen setzen können soll, vielleicht ist das eine gute Idee an der Stelle, sind die vielleicht nicht agil. Warten die auf Anfragen und setzen die schnellstmöglich um. In sonstige Systeme. Na, auf jeden Fall. Wir wollen halt. Ja. Unterbreche ich ungern, aber wir haben jetzt auch ein komisches Rauschen noch auf deinem Mikro sozusagen, was wir hören. Insofern wäre es gut, wenn du vielleicht einfach guckst, dass du den, sag ich mal, den Wrap-up machst und dann die weitere
Vertrauen auf die Speaker Score noch verlesen. Genau, BIM ist auch fertig. Also das Plattform-Team ist das letzte dieser Teams. In der Zusammenarbeit entsteht dann eben das, wovon ich vorhin gesprochen habe, die Möglichkeit, wenn wir unsere Systeme unabhängig voneinander gestaltet haben, mit Hilfe beispielsweise des Domain-Driven Designs und einer Context-Map eben daraus, und wenn wir unsere Teams gestaltet haben, auf eine Art und Weise, dass wir die Belange aus den Streamline-Teams raushalten, haben wir die Möglichkeit, eben die auch unabhängig von zu erzielen. Ja, genau. Ich bin dann.